Zu zwei Kurzinterventionen erteile ich zunächst dem Kollegen Ströbele und dann dem Kollegen Arnold das Wort. Der Herr Kollege Nüßlein hat, wie andere Redner ja auch und wie in der Öffentlichkeit dauernd dargestellt, darauf hingewiesen, dass die Sitzungen des Bundessicherheitsrats geheim sind. Das stimmt, ich habe die Geschäftsordnung hier liegen. Aber der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss der Bundesregierung. Und der Geheimstempel, der da drauf ist, das ist kein göttlicher Befehl, sondern das ist ein Beschluss der Bundesregierung. Und selbstverständlich kann die Bundesregierung, allen voran die Bundeskanzlerin, diese Geheimhaltung runterstufen und kann hier dem Deutschen Bundestag Auskunft erteilen. Sie kann nicht nur, sie muss, sie will nur nicht. Und der Kollege Gabriel hat vorhin darauf hingewiesen, dass Saudi-Arabien sich seit Jahrzehnten immer wieder darum bemüht hat, Panzerlieferungen aus Deutschland zu bekommen. Und er hat hinzugefügt, in 30 Jahren sei es nie zu solchen Panzerlieferungen gekommen. Ich wollte den Kollegen Nüßlein dazu fragen, als Mitglied der CSU, also auch der Union, der CSU, ob er bestätigen kann, dass im Jahr 1991 die damalige Bundesregierung, also vor 20 Jahren, 37 Fuchspanzer nach Saudi-Arabien geliefert hat, zum Kaufpreis von 446 Millionen D-Mark damals, und dass 220 Millionen D-Mark davon nützliche Aufwendungen gegeben werden. Nützliche Aufwendungen sind Schmiergelder, und dass ein Teil dieser Schmiergelder an die Union geflossen ist, nämlich als der damalige Waffenlobbyist Schreiber diese 1 Million im Koffer an den damaligen CDU-Schatzmeister Walter Leisler-Kiep an der Schweizer Grenze übergeben hat. So sieht's aus. Und deshalb ist es dringend erforderlich, dass wir die Wahrheit wissen, dass wir Auskunft bekommen, dass ihr kontrollieren, dass ihr der Frage nachgehen, sind hier auch wieder nützliche Aufwendungen gezahlt worden. Ich habe im Untersuchungsausschuss 1999 gelernt, dass Saudi-Arabien immer oder in der Regel auf solchen Schmiergeldern besteht. Und wenn jetzt 200 Panzer der Marke Leo an Saudi-Arabien geliefert werden, drängt sich mir der Verdacht auf, dass auch jetzt wieder nützliche Aufwendungen gezahlt worden sind. Und das muss drinnen auch geklärt werden.